freue mich ganz besonders, dass Wolfgang Graulich jetzt für uns ein paar Worte sprechen wird. Er hat sehr viel gesprochen auf Versammlungen in Deutschland und jetzt ist er in Wien. Lieber Wolfgang, vielen Dank für deine Worte. Ja, ich habe keinen Dolmetscher dabei. Ich hoffe, das klappt trotzdem. Ich bringe Grüße mit aus Deutschland und bin mehr oder weniger spontan in Wien und habe mich mit dem Alexander verabredet. Ja, ich habe tatsächlich so wie ihr alle viel gemacht. Ich glaube, ich habe über 400 Demos gesprochen in Deutschland. War mit Bodo Schiffmann auf Bustour, habe mit Michael Beiweg Querdenken 7.11 unterstützt. Und unsere zwei Länder haben eins gemeinsam, nämlich die Verbrecher lässt man frei und die wahren Verbrecher sitzen woanders. Mehr sage ich nicht, weil in Deutschland wird man mittlerweile bestraft, wenn man die Wahrheit sagt. Die Gesetze wurden dahingehend geändert, dass Menschen wie ich, die auf der Straße unerschrocken, so wie ihr, die Wahrheit gesagt haben, mit Strafverfahren überzogen worden sind, sodass man am langen Ende wegen Nichttragens einer Maske, wegen Umarmens von Freunden vor einem schwarzen Bus vorbestraft ist. Ich sag's mal auf Schwäbisch, ihr könnt mich haben, ihr wisst, was ich meine. Weil ich lasse mir das Maul nicht verbieten, genauso wie ihr. Wir sind seit 3 Jahren fast jetzt mittlerweile hier auf der Straße, überall. In Wien war eine meiner ersten Demos. Wer die Bustour 2020 kennt mit Bodo Schiffmann, Ralf Ludwig, Samuel Eckert und mir, der weiß vielleicht trotzdem nicht, dass die Idee eigentlich im Bus auf dem Weg von Wien nach Graz entstanden ist, nämlich wo wir hier auf Demos waren. Da ist die Bustour eigentlich entstanden, die dann irgendwann in Deutschland tatsächlich ein wichtiger Baustein war, um Menschen zu mobilisieren. Und auch wenn heute nicht viele Menschen hier stehen, für mich spielt es schon längst gar keine Rolle mehr, wie viele Menschen auf Demos stehen, denn wir haben die Menschen in ihren Herzen erreicht. Wir haben 2,5 Jahre lang die Menschen in ihren Herzen erreicht. Da kann man machen, was man will. In Deutschland kriegt man das nicht mehr, die Menschen nicht mehr von der Straße. Ich schicke mal meinen Dank nach Deutschland. Da sind überall Demos am Laufen heute, Montagabends. Und es weiß die ganze Welt nicht, dass wir jeden Montagabend über 2.500 Aufzüge am Laufen haben. Und das seit über einem Jahr. Ich habe heute Morgen 4 Engländer getroffen. Ich war in der spanischen Hofreitschule. Als passionierter Dressurreiter muss man da schon mal hin. Kann man sich natürlich darüber unterhalten, ob man das Pferd so reiten will, wie die dort ihre Pferde reiten, oder ob man sein Pferd gebisslos reitet. Das ist wie mit der Impfung. Darf doch einfach jeder selber entscheiden, was er macht. Da habe ich 4 Engländer getroffen, mich super unterhalten und war total erstaunt. War eine Generation eher noch älter als ich. Und dann haben die mir, die wussten tatsächlich von ihren geleakten WhatsApp-Nachrichten letzte Woche. Die wussten es. Ich habe denen dann noch ein bisschen erzählt, wie das so bei uns in Deutschland läuft mittlerweile. Da fallen denen Engländer echt die Augen runter, weil die glauben ja bei uns, wir haben das beste Bildungssystem aller Zeiten und die beste Politiker aller Zeiten. Nee, wir haben noch nie so ein Mindestmaß an Politik in Deutschland gehabt wie zur Zeit. Und ich frage mich mit meinen 56 Jahren wirklich selber, wann ist uns das gelungen, dass solche Leute wie Scholz, Baerbock und Habeck in den Deutschen Bundestag kommen und dort auch noch die Regie führen. Wann ist uns das misslungen? Dass Menschen ohne jede Bildung, ohne jeden Anstand, ohne dass sie jemals in ihrem Leben gearbeitet haben, bei uns im Deutschen Bundestag zum Kanzler und zum Minister ernannt worden. Ich glaube, das haben unsere Länder auch gemeinsam. Und das muss man einfach klar und laut und deutlich sagen können. Und wenn das überhaupt, wenn man das so sieht. Ja, und die Leute wie Michael Ballweg, ich muss gleich mal meinen Gruß loswerden, bevor ich es vergesse. Lieber Michael, wir tun alles. Morgen ist eine tolle Demo, morgen wieder in Stammheim mit einem großen Aufzug. Michael Ballweg ist erstens einer meiner besten Freunde und zweitens, das ist eines der größten Verbrechen, die in Deutschland je stattgefunden haben, ist das, dass dieser Mann seit 9 Monaten für nichts und wieder nichts politisch motiviert in Untersuchungshaft sitzt. Die Message muss man einfach auch mal mit nach Österreich bringen. Das ist wirklich eines der größten Verbrechen. Es ist jetzt Gott sei Dank mittlerweile so, dass es im Mainstream ankommt. Heute ist ein guter Artikel in der Welt, glaube ich. In der Bildzeitung ist ziemlich was gesagt worden und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es jetzt dann nicht mehr lang geht, dann können sie die Nummer nicht mehr aufrechterhalten. Denn für das, dass ein Mensch nichts anderes getan hat, als Menschen zu motivieren, die Wahrheit klar und deutlich laut und frei zu sagen, dass man dafür in Deutschland 9 Monate in Untersuchungshaft geht, das hätte ich mir als
Mensch mit einem deutschen Pass in meinem ganzen Leben nicht vorstellen können, dass dieses Land zu sowas fähig ist. Aber ich glaube, die sind noch zu viel mehr fähig. Und auch das haben unsere Länder gemeinsam. Denn ich habe ja auch Österreich von Anfang an verfolgt. Ich bin jetzt politisch bei euch. Ich war immer so, wie soll man sagen, als dann die ersten Videos vom Herbert Kickl kamen, habe ich immer gedacht, oh Mann, der hat einen Arsch in der Hose, der sagt wenigstens, was Sache ist in Österreich. Ja, so hey, haben wir am Anfang bei uns in Deutschland gar nicht gehabt. Es hat viel länger gedauert, bis da Politiker sich rausgetraut haben und gesagt haben, so, wir sagen jetzt auch mal, was Sache ist und wir trauen uns das zu sagen. Und das ist das, was mich eigentlich immer so erfüllt. Auf der einen Seite, wir haben gute Energie, die müssen wir auf die Straße bringen. Auf der anderen Seite dürfen wir natürlich nie vergessen, um was es tatsächlich geht, welche Kräfte tatsächlich am Wirken sind. Ich sage immer, es geht immer auch ein bisschen darum, die Gottlosigkeit dieser Welt zu beenden. Da haben wir einen guten Beitrag dazu geleistet. Und ich sage mal, jeder Mensch, der erkennt, dass er selber der wichtigste Mensch ist und dass die Welt sich nur verändert, indem wir uns persönlich verändern, dann haben wir ein gutes Stück geschafft. Und ich glaube, da sind viele Menschen mit auf einem ganz guten Weg in Deutschland, in Österreich, egal wo ich hinkomme. Und ach ja, das mit den vier Engländern, am Schluss haben die mir meinen Kaffee gezahlt, wo ich als guter Schwab natürlich nicht neu gesagt habe. Es geht gar nicht. Und ich habe dann gemerkt, dass die eigentlich total begeistert waren, mal Dinge zu hören, die sie noch nie gehört haben. Und ich war ja letztes Jahr ein paar Wochen in London. Ich war letztes Jahr, glaube ich, 5-mal beim Bodo in Tansania und war ziemlich unterwegs, habe mir viel angeschaut und habe festgestellt, es ist erschreckend, wie wenig der Rest der Welt weiß, was eigentlich in unseren Ländern so vor sich geht. Ich glaube tatsächlich, hier ist überall die Demokratie pur und wir haben das beste Schulsystem und unsere Wirtschaft ist E-Klasse und was weiß ich was. Ich meine, den Menschen kann man alle nur raten, wacht auf, schaut euch das an, auch euer Motto heute ist ja die Ukraine. Ich war ja letztes Jahr in der Ukraine, war 4 Wochen in der Ukraine, um mir das einfach anzuschauen, was da tatsächlich läuft und habe halt festgestellt, egal ob das jetzt in Afrika war, ob das in London war, ob das in Kiew war, ob das in Spanien war, es sind die Medien, die Leute betrügen, die den Leuten jeden Tag die gleichen Lügen erzählen und die Leute schauen nicht weg, sondern sie schauen hin und also sie nehmen das auf und das, was in den Medien kommt, das ist die Wahrheit. Und insofern, das haben sogar die Engländer heute Morgen zu mir gesagt, ihr Deutschen, ihr seid Sheeps. Da dachte ich mir, wow, das ist ein Wort, das ich mir eigentlich abgewöhnt habe, weil wir ja eigentlich, wir wollen uns ja nicht diskreditieren, wir sind tatsächlich nur, es gibt nur eine Menschheitsfamilie auf der Welt und das muss man auch verstehen irgendwann. Und ich bin so Leute, die auf der anderen Seite von uns immer, sage ich mal, wir sind ja auch nicht schlecht im Diskreditieren, wir können das ja mit unseren Politikern auch, aber man muss einfach klar und deutlich sehen, die Dualität im Leben bedeutet einfach, wenn es gute Menschen gibt, muss es auch andere geben. Sonst klappt das auf der Welt nicht. Das ist einfach so. Natürlich wäre es toll, wenn 99,99% auf der guten Seite stehen würden. Mit dem Rest könnte man dann schon ganz gut umgehen. Aber das Verhältnis ist im Moment, glaube ich, so noch nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass in Deutschland, ich habe es diese Woche in der Mittelstandskolumne im deutschen, im demokratischen Widerstand geschrieben, wenigstens schafft die deutsche Politik, dass der Rest der Welt drüber lacht. Wir tragen dazu bei, dass viele was zum Lachen haben und das tun die auch, das habe ich heute Morgen wieder gemerkt. Und deshalb kann ich nur sagen, ich weiß nicht, wie viel wir sind in Deutschland, 20%, 30%, aber wir sind viele. Und ich sage immer, jeder, der aufwacht, jeder, der sagt, ich habe das System verstanden, der macht nicht mehr mit. Und das ist genau das, wovor sie sich fürchten, weil jeder, der so wie ihr aufgewacht ist und verstanden hat, um was es da eigentlich geht, der verstanden hat, dass Corona, Ukraine und die ganzen Themen zusammengehören, dass es alles im Hintergrund dasselbe Kapital ist, das da wirtschaftet und das da am Operieren ist, weil nur die verdienen ihr Geld damit. Wer das verstanden hat, der macht in dem System einfach nicht mehr mit. Der ist verloren für dieses System. Und so wird sich diese Welt Stück für Stück, Mensch für Mensch, Tag für Tag verändern und zwar zum Guten verändern und das ist genau das, was wir gemeinsam initiiert haben. Dafür danke ich euch, dafür danke ich uns alle und ich habe eine riesen Freude dran, wenn ich sehe, wie auf der ganzen Welt überall alles zusammenbricht, was dieses Kapital sich da aufgebaut hat und sie wissen es auch und das haben wir erreicht, das werden wir auch weiterhin erreichen, auch wenn heute hier nur 20 Leute stehen, aber ich sage euch was, wenn es wirklich raucht, dann stehen hier auch wieder 100.000, es geht ganz schnell, weil die Menschen sind wach, die Menschen sind aufgewacht. Und die haben auch verstanden, dass man sich da nicht mehr zum Impfen geht. Die gehen einfach nicht mehr hin. Und insofern, das ist prima. Macht weiter so. Und ja, danke. Ich kann
kann zum Thema Ukraine nur eins sagen, es ist dasselbe wie überall auf der Welt. Die Wahrheit sieht anders aus. Ich empfehle mittlerweile, ich rede da gar nicht mehr viel drüber, jeden nur noch, der mir mit der Ukraine irgendwas erzählen muss. Ich meine, als Deutscher muss man sich ja mittlerweile schämen, wie das deutsche Land mit ungeimpften und russischen Mitbürgern umgeht. Das ist ja wahre Schande. Also ich bin keiner, der sich fremdschämt, schon gar nicht für Politiker. Aber ich kann an der Stelle nur sagen, für mich ist jeder Mensch gleichwertig, egal wo er herkommt. Und es ist wichtig, dass wir mit allen Nationen dieser Welt gemeinsam im Frieden leben können. Mit Waffen kann man keinen Frieden schaffen. Und was ich in der Ukraine gesehen habe, ich möchte nur eins sagen, die Leute dort werden genauso belogen, wie wir belogen worden sind 2020. Die breite Masse an der ukrainischen Bevölkerung hat keine Ahnung, was 2014 in der Ukraine passiert ist, hat keine Ahnung, was die Amis gemeinsam mit British irgendwas hier auf die Füße gestellt hat 2014. Die meisten Ukrainer glauben das Narrativ mit den bösen Russen, mit dem Putin und haben leider keine Ahnung. Das ist traurig, aber wahr, das kostet unendlich viele Menschenleben. Ich habe wirklich viel Leid gesehen auf dem Weg von Polen nach Kiew. Ich war im Auto unterwegs und habe auch viele ukrainische Kontakte, habe viele russische Kontakte und kann nur eins sagen, es sind alles friedliche Menschen, die alle nur Frieden wollen. Und die einzigste, die den Frieden nicht wollen, das sind die, die die Waffen produzieren. Und das ist ein ganz trauriges Thema und da kann ich nur zu unserem Herrn Bundeskanzler nach Deutschland schicken. Es wird Zeit, dass ein Gefangenenaustausch stattfindet in Deutschland, aber allerhöchste Eisenbahn. Mehr sage ich nicht, weil sonst wird man in Deutschland heutzutage immer. Ich habe keine Lust dazu. Vielen, vielen herzlichen Dank, Wolfgang Greulich.